Das Europäische Forum in Alpbach. Startschuss für die Technologiegespräche 2014. Fast schon traditionell, die Garden Party am Vorabend, wo sich Experten und Teilnehmer schon vorab kennenlernen können. Der nächste Tag startet mit dem Arbeitskreis der Wiener Stadtwerke, der sich heuer auf die sozioökonomischen Aspekte einer Smart City konzentriert. Mit Unterstützung der Tina Wiener, der Smart City Agentur der Stadt Wien, wurde eine hochkarätig besetzte Arbeitsrunde gebildet. Die Wiener Stadtwerke sind als Österreichs größter kommunaler Dienstleister die Basis für Veränderungen auf dem Weg zur Smart City Wien. Ob wir unsere Beiträge leisten, ist die Energie und die Mobilität. Angesichts des Wachstums, das die Stadt vor sich hat, kann man hier nicht stehen bleiben, sondern man muss die Herausforderungen der Zukunft annehmen. Und hier gibt es die Smart City Ziele, zu denen wir beitragen wollen. Unabhängig davon, welche Ziele mit welchen Mitteln verfolgt werden, in einem Punkt sind sich die Experten einig. Wichtig sind für erfolgreiche Smart City Strategien auf jeden Fall, die Menschen einzubinden. Es geht vor allem darum, auch zu kommunizieren, gemeinsame Problemsichten zu entwickeln und alle Menschen abzuholen, weil wir wollen ja eine lebenswerte Stadt für alle Wienerinnen und Wiener und hier müssen wir ganz, ganz differenziert an die Menschen herangehen. Denn eine Smart City ist nur so smart wie die Menschen, die in ihr leben und sich mit ihr entwickeln. Die Bewohner, Wirtschaft und Infrastruktur bilden die Kernthemen der Arbeitsgruppen. Diese forschen, unterstützt von den Experten, die Hürden auf dem Weg zur Smart City aus und erarbeiten Lösungen für mögliche Herausforderungen. Wien ist eine dynamisch wachsende Stadt. Wir bauen neue Stadtviertel für viele tausende Menschen. Hier sind die Herausforderungen gewaltig, die auf die Städte zukommen werden, sowohl im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, im Bereich der Energieinfrastruktur, auch der Kommunikationsinfrastruktur. Und auch hier versuchen wir bei der Entwicklung dieser Stadtviertel Konzepte, die nachhaltig, ressourcenschonend und menschengerecht sind, umzusetzen. Neben dem Arbeitskreis der sozioökonomischen Aspekte von Smart Cities unterstützen die Wiener Stadtwerke zudem ideenreiche Entwickler von morgen. Die abendliche Urban Innovators Challenge eröffnet kreativen Köpfen die Möglichkeit, ihren eigenen innovativen Beitrag zur Smart City zu präsentieren. Eine Jury bewertet die Projekte der drei Finalisten. Das Gewinnerteam darf sich über einen einmonatigen Coworking-Aufenthalt in den USA freuen. Wir glauben, dass kleine Firmen, Startups für die Herausforderungen, neue Dinge zu entwickeln, geeignet sind, weil sie eben durch die Kleinheit einfache Strukturen haben, kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien oder vielleicht gar keine Hierarchien haben. Und das dient der Sache. Man kann wirklich alles auf die Aufgabenstellung konzentrieren und da kommen sicher spannende Lösungen heraus. Das zweiköpfige Team rund ums Urban Lifecycle Project überzeugte einstimmig die Jury. Ein verdienter Erfolg für die beiden Jungunternehmer. Großartig. Erleichtert natürlich auch nach so viel Vorarbeitungszeit und dem Stress bei den Präsentationen, die wir hatten. Es war aber auch eine Freude, einfach dabei zu sein und auch seine Idee auch unter Beweis zu stellen und anderen vorzustellen. Man lernt daraus viel und es war schon großartig, allein nur dabei zu sein. Nicht den Jurypreis, sondern den Publikumspreis entscheidet die App WeTaxi für sich. Diese soll die Kosten des Taxifahrens in ländlichen Gebieten maßgeblich reduzieren. Der Hauptpreis wäre auch schön gewesen, logisch, aber Publikumspreis ist auch super, weil es natürlich zeigt, dass die Idee gut ankommt. Es waren heute sehr, sehr viele Leute da, die jung sind, die auch nicht in Großstädten aufgewachsen sind. Das heißt, die App kommt gut an und die Idee, und das ist auch ein sehr gutes Wissen. Die Technologiegespräche 2014 in Alpbach. Ein weiterer Schritt in Richtung Smart City Wien.